Am Stand von Challenger auf dem Caravansalon 2020, ja, Hubbetten in einem 7-Meter Fahrzeug, die erweitern den Raum unglaublich. Und heute schauen wir uns mal die Version an auf Fiat Ducato mit einer 2,3 Liter Maschine, 140 PS. Ja, es ist der ganz neue Motor, der fühlt sich nicht mehr an wie 140 PS, die werden immer agiler. Das ist wohl wahr, das Drehmoment ist deutlich höher und demzufolge ist das ein Fahrzeug, welches eigentlich im Vergleich zu den früheren mit 150 PS etwa vergleichbar wäre. Carsten, du bist der Vertriebsleiter von Challenger. Challenger, das klingt amerikanisch, stimmt das? Ja, in Wirklichkeit ist es französisch. Ja. Unser Werk ist in einem wunderschönen Landstrich nahe der Rhône, in Tournon-sur-Rhône. Und ja, uns gibt es schon seit 36 Jahren. Man sieht die Fahrzeuge sehr oft mittlerweile auch in Deutschland, in Frankreich, überall. Ja, das ist richtig. Also in Frankreich sind wir tatsächlich Marktführer. Und in Deutschland waren wir bis vor wenigen Jahren noch nicht ganz so bekannt wie jetzt. Aber man nimmt es schon sehr deutlich wahr, auch auf der Straße. Also von dem her, glaube ich, ist der Name schon bekannt. Die Franzosen campen gerne, das ist so, die sind anspruchsvoll. Und auch die Holländer, ich glaube, die lieben eure Marke. Das ist so, viele, viele, viele Holländer fahren Challenger. Das ist jetzt eine VIP-Variante, VIP, Very Important Persons dürfen genau. Da nur einsteigen. Was hat die denn mehr? Also wir haben natürlich hier eine umfangreiche Ausstattung und gerade in der VIP Edition ist es so, dass verschiedene Dinge anders sind, zum Beispiel das Interieur, die Polster, das Möbeldekor, ja, die Felgen. Die Felgen, die dazugehören, die 140 PS und nicht zu vergessen, standardmäßig bereits das Automatikgetriebe von Fiat Serien. Das neue, das ZF, das schöne. Genau, das schöne Getriebe mit neuen Gang und mit 140 PS. Ja, das hat euch unglaublich in die Karten gespielt. 9-Gang-Wandlergetriebe von ZF, vorher halbautomatisiert. Das wollte man nicht so gerne kaufen, aber jetzt, die Nachfrage ist hoch. Genau, die Nachfrage ist sehr, sehr groß, zumal wir es eben serienmäßig anbieten. Und in Verbindung mit diesem schönen Equipment, welches dazu erhältlich ist und zu einem sensationellen Preis, ist das Ganze sehr beliebt. Ja, die Leute schauen auf den Preis, aber man schaut auch auf die Qualität, das Thema Rappeln und Klappern. Wie ist das bei Challenger? Ja, also man darf nicht vergessen, man fährt einen kompletten Wohnraum spazieren. Sprich, es ist man hat die Töpfe, die Teller, die Tassen, alles dabei. Und allein das macht schon Geräusche während der Fahrt, wenn man es nicht vernünftig verpackt. Es ist nicht so ruhig wie in einem normalen Pkw. Die Leute haben von Fiat sich aber viele Gedanken gemacht. Die Motorraumisolierung, die wurde verbessert, das Fahrzeug insgesamt leiser und natürlich die Neungang-Automatik wählt immer den rechten Gang. Das macht unglaublich Spaß, mit Automatik zu fahren. Das ist wohl wahr. Also alle Kunden, die bisher noch kein Interesse am Automatik hatten, werden mit diesem Konzept begeistert und spätestens bei einer Probefahrt überzeugt. Ja, man kann dann auch problemlos eine Anhängelast dran machen, denn das Drehmoment mit dem Wandlergetriebe ist enorm. Kann ich das direkt bestellen ab Werk mit einer Anhängerkupplung? Ja, man kann es direkt bestellen. Man bekommt 2 Tonnen Anhängelast, also ausreichend für den Transport eines Bootes oder auch eines Autos. 2 Tonnen? Genau. Sehr schön. 160 Bett, was heißt das? Ja, das ist 1,60 Meter breit, ein schönes Hubbett. Gucken wir uns gleich an. Besonders breit eben. Indem man sich wohlfühlt. Ja, ich zeig mal gerade das Heck. Die Farbe ist so, na, wenn du es mir kurz verrätst, wie der Name der Farbe ist. Wie heißt sie? Die heißt Taubengrau. Taubengrau. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Grauton, ja. Ja, mal was ganz anderes unter dem Weiß, was man immer sieht. Ihr habt doch weiße Fahrzeuge. Natürlich haben wir das auch, aber das ist eben unsere Graffiti Edition. Deshalb. Genau, schauen wir uns das Ganze mal an. Stauraum habe ich. Ich habe natürlich eine Chemietoilette drin. Das ist mit eingebaut. So alles das, was Sie kennen, ist hier verbaut. Gas an Bord, richtig? Genau, ich habe meinen Gaskocher, ich habe Gas mit dabei. Aber das Schöne bei Challenger, ich bekomme eine Heizung, die immer serienmäßig mit Diesel funktioniert. Und somit ich nicht viele Gasflaschen mit an Bord haben muss, um autark stehen zu können, sondern ich heize einfach mit Diesel. Okay, das heißt, der nimmt sich den Diesel aus dem Tank. Und ich bin beim nächsten Nachtanken wieder voll mit Energie für die Heizung. Genau, das heißt, ich kann sehr lange autark stehen und kann sowohl meine Heizung damit befeuern, wie aber auch die Warmwasseraufbereitung darüber laufen lassen. Und brauche schlussendlich, wenn ich autark stehe,
das Gas nur zum Kochen oder für den Kühlschrank. Da unten ist eine kleine blaue Lampe. Was hat die für eine Funktion? Das ist eine Nachtfunktion, ja. Also damit habe ich eine Lampe, die mir nachts den Weg weist, wenn ich zur Toilette möchte. Stolpern, das große Thema. Man will sich ja nicht verletzen. Ihr könnt in Schuhe rein, beim Eingang direkt? Klar, wir können da mit Schuhen rein. Und die Stauklappe hier rechts bietet genügend Platz, um die Schuhe unterzubringen oder die Hausschlappen anzuziehen. Die Heizung, die hier verbaut ist, was ist das für ein Typ? Also wir verwenden verschiedene Heizungen. Die Truma ist die bekannteste Heizung als Kombiheizung. Als Diesel? Als Dieselheizung. Und parallel bieten wir in einigen Fahrzeugen die Ebersbecher Standheizung an. Ja, hier sieht man einen Spiegel von oben nach unten, der übrigens auch gut zu funktionieren scheint, wenn man etwas weiter weggeht. Man sieht sich komplett, aber zum Thema Spiegel, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr sehen. Das Auto ist wahrscheinlich, kann ich nur sagen, ich gucke mal kurz rein, ja. Es ist komplett verspiegelt. Patricia, ganz anderer Look hier drin, die VIP-Version. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Du hast das gerade schon gesagt. Überall sind Spiegel und gerade als Frau ist das natürlich super. So, VIP heißt, die Ausstattung ist noch ein bisschen gehobener, wenn ich hier mal so an die Seite schaue. Hier habe ich nochmal so ein System. Ich glaube, das war bei den anderen auch drin, gell? Das ist so ein universelles System, da kann ich die Haken frei verschieben. Genau, da kann ich meine Einrichtung selbst vornehmen. Ich kann da Gewürze reinstellen oder auch Tücher oder ähnliches. Also es ist sehr praktisch eingerichtet wie zu Hause eben. Ein Zweiflammenkocher, meistens langt das auch, denn die Leute mit drei Flammen kriegen die drei Töpfe eh nicht drauf. Das ist wohl wahr. Wir hatten bis zum letzten Jahr immer drei Flammenkocher, serienmäßig. Aber nachdem man die ohnehin nicht parallel zueinander nutzen kann, so kleine Töpfe gibt es einfach nicht, haben wir uns für den Zweiflammenkocher hier entschieden. Ja, man kann die Arbeitsfläche erweitern. Auf der rechten Seite, Patricia, guck mal ans Brett. Wahrscheinlich muss man ja das einmal ausklappen an der Seite. Siehst du das da? Ja. So, das heißt, ich könnte auch mal einen etwas schweren Topf draufstellen. Genau, oder ich kann so ein kleines Buffet aufbauen, ja, wenn ich die Nachbarn einlade. Ich habe wirklich viel Platz in dieser geräumigen Küche. Ich habe das Bedienfeld der Heizung habe ich schon entdeckt gerade eben. Die ist wahrscheinlich, ich hoffe, das ist sie. Wenn du mal kurz auflässt. Achso. Jetzt mal schauen. Das ist der Boiler. Achso, der Boiler ist getrennt. Genau, der Boiler ist hier getrennt. Und in diesem Grundriss, durch den großen Wohnraum, haben wir keine Möglichkeit, die Truma Kombiheizung unterzubringen. Drum ist der Boiler getrennt und funktioniert mit Gas, während die Heizleistung über Ebersbecher kommt. Und genau diese Heizung befindet sich dann unter dem Fahrzeug und bedient sich dem Dieselkraftstoff. Ebersbecher, das ist bekannt. Stadtwerke arbeiten damit. Im gewerblichen Bereich wird geheizt. Das ist professionell. Ja, Ebersbecher ist einer der größten Heizungen für Standheizungen, auch im Pkw-Bereich. Und ja, sehr beliebt, diese Marke. Riecht denn Diesel? Riecht man das? Also hier ist es so, dass da natürlich zusätzliche Filter eingebaut sind und der Diesel im Normalfall gar nicht bemerkt wird, auch von den Nachbarn auf dem Campingplatz. Also man hat die Dieselheizung weiterentwickelt und das ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Ja. Das heißt, weniger Gas nehme ich mit. Ich kann sogar eine kleine Flasche mitnehmen. Ich brauche sie ja eigentlich nur zum Kochen dann. Genau, also ich bin selbst Reisemobilist und ich tausche die Gasflasche maximal einmal pro Jahr. Also daran erkennt man schon, wie lange das hält. Ja, ihr werdet auch natürlich auch angehalten, die eigenen Fahrzeuge zu testen auf Herz und Nieren. Ist das schön, hier mit einem Fahrzeug zu reisen? Wie ist das mit der Hubwertversion? Fällt man da auf dem Platz? Ja, da fällt man nicht auf. Also mittlerweile ist das ja ein sehr beliebtes Bett geworden, eine sehr beliebte Bettvariante. Und hier befinden wir uns ja in einem Fahrzeug ohne Festbett, sodass wir einen maximalen Wohnraum sehen, ein sehr großes Bett mit 1,60 Meter Breite. 1,60 Meter für ein Hubbett. Du grinst gerade, denn das ist wahrscheinlich das größte Hubbett in dieser Klasse. Du hast recht, ja. Also in unserer Fahrzeugklasse sind die Hubbetten in der Regel 1,40 Meter, 1,45 Meter breit. Und hier haben wir eben besonders viel Platz. So, du hast einen Schlüssel dabei. Man muss nämlich das Hubbett einmal entriegeln. Und du hast ihn dabei? Nein? Ich hol ihn mal eben. Ja, hol ihn mal gerade eben. Ich zeig mal ein paar Details in der Zeit. Denn hier haben wir
Einmal das neue Fahrerhaus von Fiat Ducato. Das ist die 9-Gang-Automatik mit dem Wählhebel. Und ja, das ganze PKW-like mit einem großen Display-Navigationssystem, VIP-Ausstattung. Und das Design von den Polstern, ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön, dass man hier oben so ein riesiges Panoramafenster hat. Das macht auf jeden Fall was her. Genau, der Carsten sagt nämlich, da kann man die Sterne sehen. Das ist korrekt. Er hat den Schlüssel. Und das Polster, das gefällt dir? Ja, also es ist sehr hell, sehr freundlich, lädt dazu auf jeden Fall ein, sich hinzusetzen. Ja, hier vorne ist Alcantara, das heißt extrem pflegeleicht, wenn da mal irgendwas passiert. Ist das Alcantara? Ja, das ist Alcantara und es ist sehr schön, finde ich, gemacht mit dem gesteppten Polster. Sichtnähte dabei. Struktur da drin, ne? Ja, ich komme mal zu dir rüber, damit meine Schalter des Hubbettes kommen, ja? Ja, jetzt wird spannend. Es gibt nämlich gleich zwei Schalter und zwar kann man nicht nur das Hubbett elektrisch verstellen, sondern tatsächlich auch den Tisch. Und das ist auch außergewöhnlich. Genau. Challenger, ihr seid ja Füchse. Das heißt, dass den Tisch einfach elektrisch verstellbar, sagt man ja, das brauchen wir ja nicht, kann man unten, aber es ist sehr bequem und klappt richtig gut. Genau, also man kann per Knopfdruck das Ganze versenken und somit ist man auch viel schneller am Ziel, wenn man das Bett runter machen möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal. Es geht nämlich unheimlich schnell und bis zur tiefsten Position muss man alle Dinge einklappen, die man unter anderem diesen kleinen Klapptisch. Zum Beispiel das Sideboard der Küche. Mhm. Ich brauche aber die Seitenpolster nicht runterzulassen. Nee. Genau, also es ist so konstruiert, dass es immer ganz schnell und bequem an den Seitenpolstern vorbeifährt. Und somit bin ich ruckzuck in meinem Bett. Ja, ich brauche keine Leiter an der Position. Das heißt, ich kann so einsteigen wie zu Hause? Ja, das ist nicht nur so groß wie zu Hause, sondern auch leicht. Man kann leicht ins Bett einsteigen und das Ganze eben ohne Leiter. Wenn ich meine Enkel oder Kinder mitnehme in den Urlaub, dann positioniere ich das natürlich an anderer Stelle und dann habe ich die Möglichkeit, unten drunter auch das Bett umzubauen. Ja, schön ist der Fernseher, der ist genau an der richtigen Stelle montiert oder vorgesehen, nämlich hier, den kann ich rausziehen und kann vom Bett aus prima Fernsehen gucken. Ist so. Und also nochmal vom Konzept her, das Bett benutze ich dann, wenn ich es brauche, nimmt den ganzen Raum ein oder einen großen Teil vom Raum. Und wenn ich es nicht mehr brauche, schiebe ich es hoch und kann das Bettzeug liegen lassen? Das ist richtig. Es nimmt natürlich einen großen Raum ein, weil es ja 1,60 Meter breit ist, aber der Zugang, vielleicht kannst du es zeigen, nach außen bleibt frei. Man kann also jederzeit ins Fahrzeug reinkommen oder auch rausgehen. Und ja, dadurch, dass es ja mit einem Knopfdruck geht, habe ich ruckzuck meine Wohnlandschaft wiederhergestellt. Das zeigen wir jetzt mal. Wenn Patricia wieder hier zu uns kommt, dann fahre ich es wieder hoch. Es gibt auch eine Kindersicherung, nicht, dass die Kinder mal probieren, mit den Kindern hoch und runter zu fahren. Ja. Gibt einen kleinen Schlüssel. Das ist dann ein Sicherheitsbaustein, damit eben die Kinder nicht dran spielen können. Und ja, natürlich kann man den stecken lassen. Wenn man zu zweit das Wohnmobil benutzt, dann ist das ja ausgeschlossen. Von daher ist an alles gedacht. Carsten, du bist 1,83, stimmt das? 1,82. 1,82. Ja. Und ich habe ausreichend Platz hier, wie man sieht. Und also auch für großgewachsene Personen ist das ideal. Ja, es gibt ja auch Leute, die ein bisschen kleiner sind, die haben noch mehr Platz. Wie Patricia, stell ich mal drunter. 1,67 Meter. Es soll ja Frauen geben, die genauso groß sind, das Gardemaß. Ja, das ist so, ich würde sagen, die Standardgröße für eine Frau. Die Standardgröße, ja. Also plus minus, ne, je nach Mehrwertsteuer. Und ja, auf jeden Fall hat man hier genug Platz. Ja, ein ganz kleines Detail ist, ich kann es auch in der Mitte stehen lassen. Also das ist ganz interessant. Wenn du es mal gerade machst, Carsten, sei mal so lieb. Patricia, komm mal runter. Drunter weg. Und dann kann ich hier vorne Leiter einklappen. Genau, hier ist die Vorrichtung dafür. Das ist in etwa die Höhe, die ich benötige, wenn ich aus diesem 1,60 Meter breiten Bett ein Stockbett mache. Jetzt ist unten der Tisch und auch die daneben liegende Sofas umzuwandeln in ein Bett. Und man kann zu viert hier schlafen. Ja, stark, oder? Das ist wohl stark, ne? Alle Leute haben Zugang auch zum Klo. Das heißt, man kann problemlos auf Toilette gehen und es ist darunter sogar sehr heimelig, so ein bisschen wie im Stockbett, oder? Ja, das ist so, ja. Sehr schön, aber auch Erwachsene können drauf schlafen. Ja, tolles Konzept. Den Tisch kann ich so benutzen, wie er ist. Dadurch, dass er
stufenlos höhenverstellbar ist, kann ich ihn auch halb nutzen und ich kann ihn ganz nutzen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir den Tisch in der normalen Benutzung haben und der stoppt dann in der optimalen Höhe. Jetzt kann ich den Tisch umklappen und bekomme so einen besonders großen Tisch. Ja, also ihr habt ja schon einiges gesehen hier auf der Messe. Ich denke, das ist einer der größten Tische überhaupt und an diesem kann man sich ja wohlfühlen. Ja, da kann man zusätzlich, glaube ich, da ist noch so eine kleine Schiene drunter, dass man das noch verstärken kann. Genau. Ist das so? Das wird dann ausgezogen, ja, wenn man Teller draufstellt, Gläser, ja, dann kommt diese Schiene zur Geltung und damit ist das Ganze stabilisiert. Ja, da wäre zum Beispiel der Laptop oder ich kann face-to-face sitzen. Kann man den drehen, den Tisch? Den Tisch kann man auch drehen, ja. Aber was ich dir bisher noch nicht gezeigt habe, würde ich dir gerne hier mal zeigen. Das ist nämlich der für die Mitfahrer der integrierte Sitz. Wir nennen ja das Ganze hier Smart Lounge. Und unterhalb der Smart Lounge befinden sich die Sitze für die Mitfahrer. Aha, bitteschön. Ist das bei jedem Fahrzeug so, was wir gefilmt haben heute? Ja, das ist auf jeden Fall bei den Fahrzeugen, die wir bisher gesehen haben, bei allen so. Überall, wo wir diese Sitzgruppe haben, Face-to-Face, wie du es sagst, oder wie wir es nennen, die Smart Lounge eben, hast du zusätzliche integrierte Sitze. Und ja, die brauche ich für alle Mitfahrer und die sind immer serienmäßig auch mit Isofix. Ja, für die Kindersitze. Okay, das heißt, die sind zugelassen, da darf ich mich bewegen. Die hängen, glaube ich, auch zusammen mit dem Fahrgestell. Die sind da fest dran montiert, da gab es Zugprüfungen, der TÜV war dabei. Ja, wenn du mir das mal zeigst. Genau, also hier haben wir im Prinzip die normalen Polster, die entferne ich einfach mal. Ja. Und so ist eigentlich im Handumdrehen ein zusätzlicher Sitz, der jetzt zum Vorschein kommt. Man erkennt den Sicherheitsgurt schon. Ja. Und ich habe hier seitlich ein Drehrädchen, das kannst du mal zeigen. Und so kann ich den Sitz nach oben klappen. So, damit habe ich jetzt die Möglichkeit, wieder die normale Sitzfläche herzustellen. Und dazu benutze ich einfach die Lehne, die wir vorhin an einer anderen Position gewählt haben. Und vorher das Sitzkissen. Mhm. Das kommt hier unten rein. Die Lehne kommt unter den Sitz. Und die Kopfstütze ergänzt das Ganze, um das Maximum an Sicherheit zu haben. Habe ich die Möglichkeit, die Lehne noch ein bisschen weiter nach hinten zu bringen? Oder ist das jetzt Maximum? Also das ist das Schöne. Man kann die Lehne variabel einstellen, sodass man das auch dem Kindersitz anpassen kann. Ja? Also wenn der Kindersitz ein bisschen steiler ist oder auch flacher. Es gibt verschiedene Rasterstufen, so ähnlich wie im Flugzeug. Das heißt, ich sitze nicht vollkommen gerade auf der Fahrt. Ein schönes Detail ist auch, ich kann sogar rausschauen. Einmal das und wenn ich den großen Tisch dann noch dazu aufklappe, dann sind die Kinder aufgeräumt und haben genügend Platz zum Spielen, auch während der Fahrt. Und sie sind auseinander. Sie sind auseinander, haben den Sicherheitsbaustein Isofix und einen 3-Punkt-Sicherheitsgurt. Ja, und sogar eine Kopfstütze für größere Personen. Genau. Die liegt wahrscheinlich dabei. Ja, das ist schon sehr durchdacht, oder? Ja, das ist schon eine clevere Lösung. Und sowas kommt zustande, wenn die Entwickler von uns eben selbst auch Reisemobilisten sind. Das heißt, die fahren selber, die sagen, eigentlich müsste es ja mal sowas geben. Und dann sagt man sich, okay, warum eigentlich nicht? Ja, das ist richtig. Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen. Also das in der Form kenne ich, also in großen Reisemobilen, in ganz großen, da wird schon mal so eine Bank umgebaut zum Sitz. Da kann man dann unten die Beine reinstellen. Aber hier ist es auf beiden Seiten so? Das ist auf beiden Seiten so, ja. Hier drüben sehen wir die gleiche Halterung, aber gleiche Konzept. Und im Handumdrehen ist das Ganze auch wieder zusammengelegt. Das zeige ich hier nochmal. Das heißt, ich entferne einfach meinen Sitzpolster und meine Sitzfläche, klappt das Ganze wieder ein und ergänzt das Ganze dann mit meinen Sitzpolstern, um hier wieder den bequemen Sitzkomfort einer Wohnlandschaft zu schaffen. Ich glaube, da geht auch ein klein wenig der Trend hin, dass auch die Sitzbänke aussehen wie bequeme Sofas. Das heißt, ich sitze mir gegenüber und habe ein Gefühl wie zu Hause, nicht wie im Wohnmobil. Ja, das stimmt. Ich habe nicht nur das Gefühl wie zu Hause, sondern habe auch deutlich mehr Platz. Und der Platz war immer eingeschränkt bei L-Sitzgruppen. Hier habe ich einfach viel, viel mehr Raum und viel mehr Freiheit. Ja, ich komme auch super durch, weil der Tisch halbiert ist.
eine clevere Lösung. Das Drehen des Tisches, wie funktioniert das? Das Drehen des Tisches, ich habe unten eine Entriegelung, dann kann ich das einfach schwenken und in jede Richtung drehen oder auch schräg stellen, wie ich das will. Aber im Grunde ist das eigentlich so, wird das meistens so benutzt. Verstehe. Ja, die Küche, diesmal weiß, mit silbernen Streifen, eine durchgängige Front. Genau, eine durchgängige Front, sehr modern, sehr hell, sehr freundlich und ja auch mit den dunklen Arbeitsplatten sehr gut abgestimmt aufeinander. Ja, alles ist sehr, sehr eben, lässt sich leicht reinigen. Ihr habt dort hinten so ein kleines Detail, da ist so ein Muster drauf, das sieht ganz schick aus. Das ist wahrscheinlich eine Spezialtapete. Ja, das ist eine abwaschbare Tapete im Küchenbereich, damit man wie zu Hause auch da immer Sauberkeit hat. So Spritzer und Co. Ja, der Kühlschrank, der läuft auf Gas? Der Kühlschrank läuft auf Gas, aber auch natürlich mit Strom zu betreiben, 12 Volt und 230 Volt. Schön, ja, die Heizung mit Diesel, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, der Aha-Effekt für alle, die dieses Video nochmal sehen. Patricia, komm mal her, denn ich bin selber drauf reingefallen am Anfang. Da ist ein großer Spiegel, hier ist die Toilette. Ich zeige es mal ganz kurz, dass man das sieht. Dort ist eine Waschmöglichkeit, also das kennt man so oder so ähnlich von vielen anderen. Was man nicht kennt, ist diese unvorstellbar große Dusche, eine Einzeldusche, die hier drin ist. Und jetzt kommt's. Ja, das ist der große Kleiderschrank. Hier haben wir jetzt gerade die Polster, die Schlafpolster für die zusätzlichen Betten drin. Ja, die normalerweise transportiert man die ja nur, wenn man sie braucht. Und dahinter werden dann die Schubkästen frei und die zusätzlichen Fächer, um meine Kleidung und Schuhe und alles Mögliche zu lagern. Groß, ne? Ja, richtig groß. Kleines Detail, wenn man hier zumacht, werden automatisch die Schubladen verriegelt. Ihr habt dann alles gedacht. Und natürlich die Kassettentoilette dabei. Hier habe ich ein leicht zu reinigendes Waschbecken, ohne viele Kanten. Glaube ich auch ein Thema, wenn ich mich mal rasiere, dass man die Haare auch mal rauskriegt. Ja genau, ist sehr leicht zu reinigen, sieht schick aus und ist von der Fläche her auch sehr groß. Ja, kleines Detail, wenn ich den Spiegel rüberschiebe, habe ich Zugang, aber auch das Fenster ist komplett verschlossen. Das ist genau, also den Spiegel schiebe ich hier rüber, um an den Schrank zu kommen oder an den Schrankinhalt und beim Schminken, sodass ich beim Belüften einfach den Schrank wieder schließe und nicht nur die Seitenfenster habe, sondern auch ein Fenster im Dach, um da so eine richtige Sogwirkung zu bekommen und da schnell frische Luft zu bekommen. Ja, tolles Konzept. Ich zeige mal ein kurzes Hubbett. Also für Leute, die es nicht kennen, quasi das Bett ist jetzt unterm Dach. Es fällt gar nicht auf, man fährt es nicht dauernd spazieren vom Raum her. Und wenn ich es brauche, senke ich es ab. Das braucht natürlich eine gewisse Höhe, aber das Konzept muss da einschlagen wie eine Bombe. Ja, das ist auch so. Und dadurch, dass das Bett besonders breit ist, ist es eben auch sehr beliebt. 1,60 Meter breit. Also viele Menschen haben nur noch dieses eine Bett. Es gibt ja kein zweites. Hier unten kann ich ja umbauen, aber nur für den Fall der Fälle. Ja, absolut begeisternd. So ist es. Ja, wir gehen am besten mal raus, machen die Abmoderation. Die Leute interessiert bestimmt, was denn das Fahrzeug hier kostet. Wir haben hier die Sonderserie 260 Graphit Edition VIP. Genau richtig, ja. Und man achte auf den Preis. Die 59.146 beinhalten bereits den großen Motor mit 140 PS, das schöne Automatikgetriebe von Fiat mit 9-Gang. Und viele andere schöne Sachen. Ja, komplett. So, ich zeig's nochmal komplett. Die Farbe ist mit dabei, das hast du mir auch erzählt. Also das Weiß ist ja normal Standard, aber hier hat man eine etwas andere Farbe. Wie war der Name nochmal? Taubengrau. Taubengrau. Und auch das Heck. Vielen Dank, Carsten. Du bist hier der Vertriebsleiter bei Challenger. Ihr habt viel zu tun auf der Messe? Ja, wir haben viel zu tun. Die Menschen sind begeistert und wir stellen natürlich gerne unsere Raumkonzepte vor. Tschüss. Tschüss.